Hallihallo, ihr lieben Leute von heute. Und herzlich willkommen zu U2 Island von Sponge. Und ich darf nicht vergessen, wieder zu gucken, diesmal, wann ich den Part starte, natürlich. Das ist ja ganz, ganz wichtig. So, wir haben jetzt bei mir ganz genau 21.11 Uhr. Merken wir uns das mal. Für euch aber auch zur Info. Und let's go. YouTube Island. Ach nee, U2 Island. Egal. Yeah, sexy. Lara, mal ganz ehrlich, du siehst geil aus. Dankeschön. Und da hinten ist ein Typ, den wir nicht leiden können, deswegen töten wir den direkt mal. Und er wehrt sich schon wieder nicht. Ist ja witzig. Ich weiß nicht, woran das liegt. Normalerweise schmeißt er mit magischen Blitzen auf mich. So wie das Miss Sophia Lee in Tomb Raider 3 quasi getan hat, aber jetzt macht er das gar nicht. Das hatte ich eben in der zweiten Testaufnahme auch schon so. Er tanzt nur ein bisschen. Ist ja witzig. Ja, ich meine, da bin ich nicht böse drum, ne, wenn der sich nicht wehrt, der Gegner. Na komm, stirb. Stirb, stirb. Geht doch. Schön, den Erfolg speichern wir direkt. Weil normalerweise, der zieht einem wirklich ziemlich viel Energie ab und ich habe nur eine einzige Heilung. Und das ist auch das, was ich an dem Spiel vor allem bemängel, nämlich, wir haben einmal unsere schönen Pistolen natürlich, ne, Fernglas, drei Glowsticks anstatt Flares, aber ist trotzdem ja das gleiche. Und dann hier Medical Mushrooms. Sieht aus wie Pilze, sind wahrscheinlich auch Pilze, obwohl Mushroom ja eher so nach Muschel irgendwie klingt, wegen, ja, Muschels, ne, das sind ja Muscheln eigentlich, deswegen, egal. Ja, wir sind hier auf jeden Fall vor einem Nudelsuppengeschäft. Ich weiß gar nicht, wo genau wir jetzt wirklich sind. Auf jeden Fall ist dieses U2 Island, ich glaube, ein ziemlich unbekanntes Tomb Raider Custom Level, kann ich sagen. Ich habe da jedenfalls keinen Walkthrough und kein anderes Let's Play zu gesehen auf YouTube. Deswegen daraus kann ich schließen, dass wirklich wenige dieses Spiel nur kennen. Und ich wollte es euch aber auf jeden Fall mal präsentieren. Ich habe es vor kurzem halt durchgespielt und war, ich weiß nicht, was ich war. Ich war fasziniert, aber ich war auch sehr schnell verärgert. Warum, werdet ihr gleich sehen. Und ich finde das Spiel nicht wirklich gut, aber ich finde es sehr interessant, muss ich sagen. Und dann in dieser Hinsicht doch irgendwie gut. Das hier ist auch so seltsam. Hier kommt Qualm raus, obwohl ich da auch gar nicht hin muss. Deswegen, warum dann überhaupt die Mühe? Weil da liegt nichts, da ist einfach gar nichts. Ich habe da auch mit dem Fernglas erstmal hingeleuchtet, um zu sehen, ja, weil warum ist da eine Falle? Weil das muss ja dann irgendwie was zu bedeuten haben, aber ist gar nicht so. Das ist einfach nur wegen Lust an der Freude gefühlt. Deswegen, ja. Sollen sie machen, wenn sie Bock drauf haben, ne? Ich muss jetzt auf jeden Fall dahin, wo der Typ gestorben ist. Nochmal speichern. Und, warum auch nicht, ne? Reicht das? Ja, es reicht. Cool. Aber Lara sieht auf jeden Fall sehr schick hier aus. Das kann man nicht bestreiten. Und, das hat nicht funktioniert. Vielleicht ein längerer Anlauf. War das nicht irgendwie so, dass man das so machen musste? Ja. Es ist nämlich eigentlich verbuggt. Ich wäre jetzt hier so eigentlich nicht hingekommen, aber das klappt zum Glück irgendwie einfach immer. So, und jetzt muss ich von hier aus dahinten. Dahinten hin. Ich nix Deutsch. Schade. Das hat jetzt noch nicht so gut funktioniert, aber egal. Egal. Ha, haben wir es doch. Sehr gut. Und hier liegt eine Zeitung, die er verloren hat. Das ist doch eine schöne Sache. Jetzt heben wir die auch mal auf. Und die Umgebung löst sich auf und wir sterben. Was meint ihr, wie verwirrt ich da erstmal war beim ersten Mal? Weil, wer rechnet denn mit sowas, wenn ich einen Gegenstand aufhebe, dass... Nee, bitte nicht von Anfang an. dass dann so etwas passiert. Deswegen, wir machen Trick 17. Lassen uns hier erstmal runter. Speichern, glaube ich, nochmal. Und dann... Ah, war ich zu langsam. Mal sehen, ob das jetzt noch klappt. Nein! Nee, da muss ich doch nochmal einen eher. Da war ich jetzt echt zu langsam.
Aua. Aber ich lebe. Das ist ein großer Erfolg. Den nehmen wir so hin und heilen uns direkt mal. Ah, ja, schön. Wir sind jetzt, ja, walking in a winter wonderland, kann ich nur sagen. Vor einem seltsamen Gebäude, wo ich damals echt nicht gesehen habe, dass die Tür direkt offen ist. Ich weiß nicht warum, weil man guckt ja direkt hin und sieht ja, dass die Tür offen ist. Ich habe es nicht gesehen, echt nicht. Und ich bin jetzt hier auf jeden Fall bei einer seltsamen Drachenstatue, Drachenschlangengedöns. Und das Seltsame war in der Lösung, wo ich danach gelesen habe, da stand dann bei so, ja, für mich sieht es aus wie eine Ente, so Daffy Duck oder Donald Duck, wo ich dann auch dachte, das ist doch nie im Leben eine Ente. Ich meine, das sieht man, dass es ein Drache ist. So ein chinesischer Drache. Und jetzt können wir eben uns die Zeitung angucken. Sieht auf jeden Fall geil aus vom Design her. Ist auch irgendwie so eine Maske bei. Was steht denn da Schönes? Ancient Mask Stolen. Ach, ist wieder mal eine Maske weggekommen. Aus dem britischen Museum. Okay. Da muss ich an dieses andere Spiel denken. Ancient Jade Mask. Hat das damit zu tun? Ich weiß es nicht. New evidence has come to light that implies the involvement of a criminal organization operating here in London. Okay. This mask, collected in an expedition to Asia in the late 19th century, was part of a rite of passage, says Hampstead Sinologist Terry Den Wong. PhD. Okay. Ich verstehe da jetzt ehrlich gesagt nicht ganz so viel. Auf jeden Fall gibt es eine neue Verbrecherbande in London und die haben jetzt hier diese Maske gestohlen, die aus Asien wohl kommt, aus dem 19. Jahrhundert und ist halt scheiße. Und anscheinend haben wir den Typen, den wir eben gekillt haben, das ist dann halt einer dieser Gangsterbosse, der halt zu dieser Organisation gehört. Und hui. Und ja. Damals war das echt ganz doof, wie ich das, also damals vor ein, zwei Wochen. Ich sagte immer sofort damals, ja. Auf jeden Fall, da hatte ich echt das Problem, dass der Typ am Anfang sich gewehrt hat. Ich musste meine Pilze da schon nehmen, hab dann hier dann, war nicht voll geheilt dementsprechend, hatte hier Probleme überhaupt lebend anzukommen und hab vor allem hier die Heilung nicht gesehen. Weil hier liegen nochmal weitere, die habe ich erst später gesehen, als ich da wieder rauskam und das ist fies, weil hier etwas halt ist, was man auf jeden Fall, ja, dass man auf jeden Fall da Heilung haben sollte. Deswegen, wir können uns hier so ein bisschen umgucken. Da hinten ist auch noch so ein geheimnisvoller Tempel. Wasser ist, wie gesagt, immer der Tod. Also, selbst wenn wir es schaffen, hier einigermaßen heil runterzukommen, wir rutschen überall ab. Überall ist nur alles glitschiges Eis, rutschiges Eis. Und überall wartet nur der Tod. Und ja, ist nicht schön. Hier haben wir ein wichtiges Becken. Das können wir verschieben. Da habe ich mich auch damals gefragt, wohin muss das denn? Deswegen ist jetzt noch nicht wichtig, kann ich sagen. Und hier ist ein kleines Fensterchen, was wir auch nicht zerschießen können tatsächlich. Hier sind zwei Klappen, die wir so nicht öffnen können. Und hier. Was war ich hier verwirrt? Wie ich die Leiter gefunden habe, war ich erstmal total happy. Nachdem ich im Gebäude so ziemlich fertig war. Da dachte ich so, ja, hier kann ich doch bestimmt was machen. Und wisst ihr, was das Tolle an der Leiter ist? Sie ist wirklich nur eine Trap. Ich habe gedacht, da kommt später noch irgendwie was hoch, wo man stehen kann oder sowas. Aber nö, Pustekuchen. Man stirbt wirklich einfach. Man rutscht unten einfach ab ins Wasser und alles scheiße, alles tot, alles doof und ja. Wir können hier, wenn wir wollen, aufs Dach. Habe ich auch damals gemacht. Ich bin hier, also ich bin komplett hochgeklettert und komplett rumgelaufen, aber man findet irgendwie gar nichts Besonderes. Upsala. Ne, man kann sich hier halt, wie gesagt, umgucken. Hier ist ein kleiner Balkon, da kann man sogar hinkommen, ne, kann man sich hier umgucken. Aber wenn man hier reinkommen will, das geht nicht. Und ich habe mich wirklich gefragt, wie komme ich in dieses scheiß Gebäude? Weil ich ja, wie gesagt, die Tür nicht gesehen hatte. Aber hier ist halt leider auch nichts. Ne? Man kann hier halt sich umgucken und so, aber das bringt einem nicht wirklich was. Es kann auch sein, dass hier noch irgendwo Fackeln liegen oder sowas, aber das war es auch. Man kann hier halt bis zur Spitze quasi rauf, ne? Und hier aber, da kann man nicht auf den Kamin oder, wow, oder sonst irgendwas. Es ist einfach wirklich, ja, nur zum Spaß an der Freude. Aber es sieht schon sehr seltsam hier aus, diese Welt. So ein bisschen wie die schwimmenden Inseln in Tomb Raider 2, nur dass es hier nicht grün ist, sondern halt eher so schwarz. Und da hinten sind irgendwelche riesigen Pilze oder sowas.
Also, ich habe keine Ahnung, was das hier für eine Welt ist, wo wir jetzt hingebeamt wurden, durch das Aufheben eines Zeitungsartikels wohlgemerkt. Ja, keine Ahnung. Ich finde das mit dem Hinbeamen hier auch sehr seltsam. Ich meine, klar, am Levelanfang, da hätte man sonst irgendwo, ja, nirgendwo sonst noch hingekonnt. Das ist klar. Aber, ich weiß nicht, ich fand das irgendwie komisch. Hätte man besser machen können, wie bei Rustay zum Beispiel das Intro oder so. Und das haben sie halt nicht gemacht, ne? Deswegen. Ja. Ich bin jetzt mal ganz gemein, glaube ich, und werde einfach mal den Part hier schon beenden. Obwohl, der ist eigentlich noch nicht so lang, ne? Aber er passt, glaube ich, ganz gut, dass wir uns jetzt nur mit dem Gangster erstmal befasst haben, mit dem Zeitungsartikel und uns das Gebäude von außen angesehen haben, diesen Tempel. Der ja an sich wirklich sehr schön aussieht, muss ich aber sagen, vom Schnitt her und sowas. Und dann, wie gesagt, noch diese Statue hier draußen und hier so ein kleiner Wald quasi aus Bambus. Ist ja irgendwie ganz schnuckelig. Deswegen, ja, weiß ich gar nicht, ist es für dich ein japanischer Tempel oder ein chinesischer Tempel? Für mich sieht es dann eher so ein bisschen chinesisch aus. Gerade auch wegen der Drachenstatue würde es ja erklären, weil, wie gesagt, Drachen sind ja bei den Chinesen ganz heilig und werden verehrt und angebetet und was nicht alles. Ja, deswegen würde ich mal sagen, dass das ist, auch wenn die Maske ja aus Asien kommt, ob dann die deswegen gestohlen wurde, so nach dem Motto, ist unser Eigentum, so dass die das zumindest denken, weiß ich ja nicht, aber ja, soweit mein Kenntnisstand und soweit so gut die Lage und wir gehen auf jeden Fall im nächsten Part in diesen Tempel rein und werden dann dort mal ordentlich die Leute aufmischen, wenn da Leute drin sind und was da wohl für Leute drin sind, das erfahrt ihr dann halt. Und ja, ich hoffe, dass ich euer Interesse für das Spiel bisher geweckt habe. Wie gesagt, ist außergewöhnlich, geht auch nicht allzu lange. Es ist relativ herausfordernd, wenn der Typ am Anfang rumbackt, wie bei mir, jetzt nicht mehr ganz so herausfordernd, aber Heilung ist hier generell knapp in dem Spiel bemessen. Deswegen könnte sein, dass ich noch Probleme kriegen werde. Aber ich habe es durchgekriegt, also von daher wird schon schief gehen und joa, that's it. Ist auf jeden Fall ein relativ spannendes, schönes Winterlevel, wie gesagt, ziemlich unbekannt und nicht das Beste natürlich, aber ist okay, kann man mal spielen. Und Link, wie immer, zu dem Spiel in der Beschreibung natürlich. Und dann sage ich jetzt wirklich endgültig auf jeden Fall erstmal danke fürs Zuschauen und fürs Zuhören und bis zum nächsten Part, ihr Lieben. Eure Vampi. Ciao!